bei Adrian ist es die Situation aus Stuttgart, die das Innenband leicht in Mitleidenschaft gezogen hat. Das ist nicht kaputt, das ist leicht gedehnt. Der kann, ich würde sagen, 98% aller Bewegungen schmerzfrei absolvieren. Leider kommt es ab und zu den 2%, die tun weh. Wir hoffen, dass das relativ schnell geht, dass das jetzt nicht mehr weh tut. Mats hat, ja, ohne Einwirkung von irgendwas, einfach reaktive Verspannung in der Muskulatur. Ja, das ist, ja, da, klingt gut, hä? Ja, neue Verletzung. Nein, der hat einfach, das sind die Probleme, die wahrscheinlich der ein oder andere im Sommer stark belastete Spieler auch noch haben wird. Und wir wollen da einfach gar kein Risiko eingehen, deswegen trainiert er, läuft er, macht ganz viel, aber wir haben, deswegen lassen wir ihn noch nicht spielen. Wer war es noch? Manni, ja. Manni hat keine muskulären Probleme, sondern den Rücken. Das ist auch viel besser, aber hat eben auch nicht gereicht, um heute zu spielen. Was der positive Aspekt des heutigen Tages war, dass wir zum einen, wie ich finde, einen ganz starken Matze Ginter auf der 6 gesehen haben, dass er eh klar so spielen kann, aber dass er so gut spielen kann, finde ich auch ganz cool, ehrlich gesagt. Und dann noch ein paar ganz junge Burschen bringen konnten. Ja, die, dann sieht man auch, wir haben nicht nur eine Gegenwart, wir haben auch nur eine Zukunft. Das freut mich auch besonders. Hat Spaß gemacht, den Jungs zuzugucken. Kleine Stenzel, Sauerland, Borak war klasse. Ja. Einfach gut.